Schön, dass du jetzt da bist. Ich habe das gerade eben schon kurz eingeleitet, ne? Du hast heute sportlich, ne, habt ihr euch dem Wettkampf gestellt, ne, seid jetzt nicht ganz so glücklich im Turnierverlauf, ne, sportlich gewesen, trotzdem durchgezogen. Was war heute bei euch los? Das hatte ich ja vorher schon gesagt, bei uns eher olympischer Geist heute, weil wir wollten unbedingt teilnehmen und aber wir haben Mixteam auf dem Platz gehabt. Also es war jeweils ein Drittel aus der ersten, zweiten und überregionalen Mannschaft und die haben in der Konstellation noch nie zusammengespielt, die Leute. Also wir wollten aber dabei sein. Uns ist das wichtig, an dem Community Cup mitzumachen und die Sache zu unterstützen und ja, da geht es weniger darum, ob wir das jetzt heute gewinnen oder in die nächste Runde kommen oder sonst was, sondern einfach, dass man Solidarität zeigt und da dabei ist. Ja, großartig, danke dafür. Ne, ihr habt ja auch ne, also tatsächlich mit dem E-Football auch schon ne, etwas früher begonnen als vielleicht der ein oder andere klassische Fußballverein. Ne, ihr seid früherer ehemaliger Europapokal-Teilnehmer, also habt eine große Vergangenheit am Tivoli. Erzählt uns doch vielleicht einfach mal ganz kurz, wie kam es damals dazu, dass ihr euch entschieden habt, eine E-Football-Abteilung zu machen und dann eben auch diesen Modus zu unterstützen? Zu pushen und ja, ne, auch an solchen Wettkämpfen teilzunehmen. Also, was ist so die intrinsische Motivation des Vereins gewesen? Also das war ja keine strategische Entscheidung des Vorstands, sondern ein Kollege und ich haben 50 Unterschriften gesammelt. Damit kommst du bei uns kannst du jeden Antrag auf die Jahreshauptversammlung bringen. Da haben die Mitglieder, ich habe einen Vortrag gehalten, dann haben die Mitglieder darüber abgestimmt. Mehr haben dafür als dagegen gestimmt und dann konnten wir unsere Abteilung einrichten. Und das hat dann zwar nochmal wegen hier Thematik Gemeinnützigkeit und so, ist ja auch ein Riesenthema, dann fast nochmal ein Jahr gedauert, ehe wir das Okay vom Finanzamt hatten. Ja, und dann haben wir losgelegt und auf den Pro-Club sind wir eigentlich gekommen, weil Leute, die beim Dr. Fossbach Cup, das ist ein One-on-One-Turnier, das ich erstmals 1994 ausgetragen habe, dass wir wieder spielen. Und da kamen Leute, die gesagt haben: Boah, wir spielen 11 gegen 11. Guckt euch das mal an. Ja, und dann haben wir uns das angeguckt und das fanden wir genial, weil das ist ja 1:1 Digitalisierung vom grünen Rasen halt auf die Konsole und das finden wir super und für Fußballvereine ist das perfekt, weil das kann man den Leuten transportieren. Du hast im Januar ne, bei dem Turnier, als wir auf der ISPO das erste Mal einen Aufschlag im Pro Clubs gemacht haben, hatten wir dich auch im Interview gefragt, ne, was ist Pro Clubs für dich? Und da ist mir ein Satz in Erinnerung geblieben. Du hast halt gesagt, näher am analogen Fußball kann man mit einer digitalen Variante ne, des Spiels gar nicht sein. Genau. Ne, kannst du da vielleicht einfach nochmal drei, vier Sätze zu sagen? Denn ganz, ganz viele Menschen, ne, die den Pro-Clubs normalerweise verfolgen, oder nein, die FIFA verfolgen und die E-Football verfolgen, die kennen eben das 1 gegen 1. Was ist für dich das Besondere? Ne? Außer, dass es 11 Spieler sind, aber vielleicht kannst du da ein bisschen noch erläutern, warum das für dich so nah dran ist. Es ist auch einfach. Also wir hatten zum Beispiel, es gab dieses traditionsdigitale Gipfeltreffen zwischen Rot-Weiß Essen und Alemannia und da haben wir auch live ein Spiel performt. Also da hat die erste gegen die zweite Mannschaft gespielt und ich bin eine Viertelstunde lang von einem Reporter, der hier des lokalen Radios interviewt worden und jeder zweite Satz war: Ja, wie ist es denn draußen auf dem grünen Rasen? Ja, genau dasselbe. Und das war total einfach auch rüberzubringen. Mit der Mannschaftsdynamik. Man muss zusammen trainieren, man muss zusammen Taktiken einproben. Wie heute sieht man halt, wenn halt ein durchgemischter Kader ist, man weiß nicht, wie sind die Laufwege vom anderen. Die drei Mannschaften haben auch teilweise unterschiedliche Taktiksysteme, die die spielen. Da merkt man halt, das ist wie draußen am Rasen, wenn ich jetzt 11 Leute zusammensammle. Naja, dann sind die Abläufe halt schwierig, ne? Genau wie beim Fußball auch.
Oder hast, wir haben auch in der Vergangenheit ja schon ein paar Mal miteinander Kontakt gehabt. Du hast mir mal irgendwann gesagt, naja, auch da, was die Konstellation angeht, wie ihr das im Verein umgesetzt habt, ne, war das auch nicht immer ganz einfach. Letztlich ist es ja so, dass ganz viele Fußballvereine vielleicht auch darüber nachdenken, eine E-Sports-Abteilung aufzumachen, aber eben nicht genau wissen, wie, weil es in Deutschland ja auch immer noch ein bisschen schwieriger ist. Was kannst du diesen Vereinen sagen, um denen Mut zu machen, sich mit sowas wie den Pro-Clubs auseinanderzusetzen? Ja, also wenn man Mitglieder binden will und auch vielleicht wieder ins Mitgliederwachstum kommen will, dann muss man den Leuten halt auch moderne Dinge bieten. Ich sage nur allein schon die Aktiven, bei uns sind ja auch ganz viele ehemalige aktive Spieler, die halt ja dann auch irgendwann von Alter und Gesundheit und so weiter, da ist es nicht mehr so gut mit dem Knochen, ja, aber die könnten ihrem Verein ja treu bleiben. Die können dann digital weiterspielen und da ist ja nach oben hin gar keine Grenze gesetzt, jetzt alterstechnisch. Also bei uns spielen Leute von 18 bis 51. Und wenn man Das dann heißt, halt. ihr wart das mit dem 51-Jährigen im Team Ja, heute? genau. Also der Älteste ist 51 und da muss man nicht meinen, der wäre irgendwie schlecht oder so. Ne? Also der hat es noch drauf. Und ja, also wie gesagt, die Vereine müssen gucken, dass sie sich auch auf die modernen Dinge einstellen und auch neue, ich sag mal, Attraktionen bieten. Und wie gesagt, bei uns sind ganz viele Spieler, die total stolz darauf sind, den Adler auf der Brust zu tragen, für ihren Verein spielen zu dürfen. Und das ist eine super Möglichkeit und das sollten sich viele auch Vereine dann ja, auf die Fahne schreiben, das auch einfach anzubieten. Und man muss halt nur das Thema mit dem Finanzamt klären. Da muss man halt den Steuerberater des Vereins mal miteinander sprechen, sagen, was will man machen? Man schreibt das Finanzamt an, die geben eine Antwort, unter welchen Voraussetzungen man wie das machen kann und fertig. Los geht's. Wunderbar. Also ne, nichts ist unmöglich an der Stelle, sowohl was die Konstellation der Teams angeht. Ne, du hast es gerade vom Alter her beschrieben, als auch der Mut. Du musst im Grunde nur Mut haben als Verein und dann finden sich da Mittel und Wege. Vielen Dank schon mal dafür, Gregor. Wir werden uns ja tatsächlich noch mal wiedersehen. Wir haben gerade eben schon mal das Experian hier im Stream gehabt, ohne dass wir jetzt genau erzählen, was wir hier vorhaben. Darf ich aber zumindest schon mal verraten, dass wir was gemeinsam planen, ne, um ja einfach auch Vereinen rund um Köln, also alle, die jetzt rund um Köln sind und hier zuhören, könnt ihr euch schon mal den September vormerken. Da werdet ihr von uns nochmal in der gemeinsamen Aktion was hören. Und ne, Gregor, da also an der Stelle schon mal ganz, ganz herzlichen Dank. A fürs Interview heute, B aber auch, dass ihr da uns unterstützt, ne, um ja so ein bisschen diese Vision wahr werden zu lassen, dass irgendwann in Deutschland A, Fans für ihre Lieblingsvereine das Trikot auf der oder das Trikot überstreifen können auf dem virtuellen Rasen und B, eben auch die deutschen Fußballvereine sind in der Tat so um die 25.000 Stück, dass die vielleicht alle irgendwann mal eine digitale Verlängerung haben und Fußball 11 gegen 11 als festen Bestandteil ihres Sportangebots dann im Vereinsleben dann entsprechend etablieren können. Danke dir. Bitte, bitte. Immer wieder gern. Super. Schönen Erfolg Abend. bei mir, ne? Ja. Genau. Schönen Tschüss. Abend noch.